Ein Leben ohne Konflikt, Vielfalt braucht Konfliktkultur. Dieses Thema wurde mir gestellt und ich muss Ihnen sagen, ich habe es immer ganz gerne, wenn mir Themen gestellt werden, weil das Erste, was man dann tun kann in einem Vortrag, das ist, dass man mit seinem Thema hadert. Und das tue ich auch jetzt. Ich muss Ihnen nämlich gestehen, dass mir der Titel meines Vortrags zu schaffen macht. Ich mag ihn eigentlich nicht. Deshalb nicht, weil ich keine Konfliktkultur mag. Das ist Marianne. Warum mag ich keine Konfliktkultur? Ich verabscheue alle diese Kulturen, die wie Pilze aus dem Boden schießen und noch die brisantesten Fragen, die uns umstellen, verharmlosen, indem sie sie unter einen Kulturbegriff zwingen, der sie wunderbar zahm und handhabbar erscheinen lässt. Ich nenne Ihnen ein paar dieser Kulturen, die uns umgeben. Die Streitkultur kommt der Konfliktkultur schon ziemlich nah, aber ist noch ein bisschen unangenehmer. Die Erinnerungskultur, mit der haben wir ja viel zu kämpfen. Natürlich gibt es auch eine Wohnkultur, die wird vorzugsweise von IKEA bedient. Es gibt eine Beziehungskultur, da wird es ganz haarig, da möchte man lieber nicht so genau wissen. Dann gibt es auch noch eine Unternehmenskultur, hochverdächtig. All diesen Kulturen sind übrigens dann auch noch Zwillingsschwestern beigesellt, die sich mit dem Titel Philosophie schmücken. Da haben wir dann die Verkaufsphilosophien und was es da so alles gibt. Zudem ist Kultur selbst längst zur käuflichen Ware geworden, zu einem Konsumartikel. Kultur ist ein Industrieprodukt. Also Kultur ist ein schlagkräftiges Instrument zur Beseitigung aller Vielfalt. Denn das haben Industrieprodukte so an sich, dass sie schlagkräftige Instrumente zur Beseitigung aller Vielfalt sind. Von Konsumkultur ist heute auch ganz ungeniert die Rede und das zeigt mir, wie verkommen der Kulturbegriff ist. Der Konsumismus, den Pier Paolo Pasolini, jener bedeutende italienische Filmemacher und politischer Streiter, schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts als neuen Faschismus gebrandmarkt hat. Pasolini hat sich getraut, den Konsumismus als neuen Faschismus, ja sogar als Völkermord zu bezeichnen. Und er hat es damit begründet, dass der Konsumismus die kulturelle Vielfalt weltweit hinwegfegt und alles in eine Welteinheitskultur zwingt. Kultur ist eine Art Plastikwort. Das ist ein schöner Titel eines Buches eines guten Freundes von mir, der hat ein Buch über Plastikwörter geschrieben. Vor einigen Jahren 31 dieser Plastikwörter ausfindig gemacht. Die sind wunderbar, sie haben eine hohe Autorität, kommen mit großem Anspruch daher. Sie können Forschungsgelder damit akquirieren, wenn sie sie aneinanderreihen, in beliebiger Reihenfolge, Studienprogramme machen. Ich habe mal Studenten damit beauftragt, aus diesen 31 Plastikwörtern einen Studienvorschlag zu machen, in einer halben Stunde. Das haben sie gemacht, sie haben sie alle zusammengesetzt, gewürfelt, miteinander gemischt, in verschiedene Reihenfolgen gebracht. Und dann habe ich Kollegen diesen Studienvorschlag, Studienreformvorschlag der Studenten gezeigt. Sie waren beeindruckt von der geistigen Vitalität unserer Studenten. Es gehören solche Wörter dazu wie Identität, Kommunikation, Bedürfnis würde sicher auch dazu gehören, Sexualität, Entwicklung, Struktur, Fortschritt. Die können sie alle miteinander kombinieren und immer wird es irgendeinen Sinn geben, aber keiner weiß welchen. Also Plastikwort. Der Kulturbegriff kombiniert mit jeder beliebigen anderen Sprachgestalt ist durchaus in der Lage, noch die barbarischste Unkultur zu adeln.